Moin moin und herzlich willkommen zum Bunter Herbst Bunte Fragen-Tag. Ich wurde von der lieben Steffi vom Kanal Lady of the Books und von der lieben Kali nominiert, bei diesem Tag mitzumachen. Und natürlich bin ich dabei, gerade bei dem Thema, wo es um Herbst und um Bücher geht und um andere schöne Dinge rund um den Herbst, was man so tun kann und ja, was mit was für Dingen und Kleinigkeiten man sich den Herbst noch schöner gestalten kann. Die liebe Steffi vom Kanal Der Buchschnack hat sich diesen Tag ausgedacht und auch ihr Video dazu habe ich sehr, sehr gerne geschaut und deswegen hatte ich den Tag auch schon auf dem Schirm. Aber umso besser, wenn ich von den zwei lieben Mädels getaggt wurde, dann mache ich natürlich noch umso lieber mit. Ich werde natürlich alle drei Videos der drei Mädels unten in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, wir haben jetzt 13 Fragen vor uns, die halt eben mit Büchern beantwortet werden können, aber eben auch nicht nur. Und wir beginnen mit der ersten Frage oder Aufgabe: Zeige ein Buch mit einem herbstlichen Cover. Und da ist mir sofort der dritte Teil der Panem-Trilogie ins Auge gefallen. Und zwar hat er ja so gelb-orangene Blätter auf dem Cover bzw. auf dem Rücken. Ich habe jetzt hier die Ausgabe aus dem Schuber, aus dem schwarzen Schuber. Und da hat jeder Teil halt auch Blätter auf dem Cover, aber in verschiedenen Farben. Und der dritte Teil passt natürlich am besten in den Herbst mit den, ja, gelb-orangenen. Es ist leider ein bisschen anfällig für Fingerabdrücke. Ansonsten ist die Ausgabe sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, zum Inhalt muss ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Das ist diese Jugenddystopie, die eigentlich dieses Genre der Dystopie wieder so richtig nach oben gewirbelt hat. Und danach sind dann ganz, ganz viele weitere Dystopien aus dem Boden gesprossen. Und ja, ich habe es damals sehr, sehr gerne gelesen. Echt hätte ich gar nicht gedacht, dass mich solch ein Genre ansprechen kann. Sehr abenteuerlich, sehr grausam. Der dritte Teil, muss ich allerdings sagen, war der schwächste Teil für mich. Ich mochte das gerade, wenn es um diese Spiele ging und um diesen Wettkampf. Im dritten ging es ja eher um diese Rebellion, um den Kampf. Und das fand ich dann nicht mehr ganz so spannend aufgezogen. Es ist halt auch überhaupt nicht herbstlich vom Inhalt her. Aber wie gesagt, diese Blätter passen da sehr gut zu. Zweite Aufgabe: Zeige ein Buch mit einer gemütlichen Atmosphäre. Ja, da ist mir sofort Kerstin Gier eingefallen. Ihre Bücher sind immer gespickt mit wunderbarem Humor und liebenswürdigen, schrägen Figuren und Charakteren, die sie so toll ausarbeitet, die man sofort ins Herz schließt. Und dazu sind das immer noch ja entweder leicht magische Geschichten oder eben lustige, die in unserer heutigen Zeit auch spielen, mit einer kleinen Prise Liebesgeschichte noch dabei. Viele haben jetzt in diesem Tag das Wolkenschloss gezeigt. Das hätte ich auch zeigen können, aber ich erstmal fand ich das sehr winterlich. Deswegen dachte ich, suche ich mir jetzt mal was anderes raus. Ich glaube, damit ist sie so am bekanntesten geworden. Kerstin Gier mit ihrer ja, Edelstein Zeitreisegeschichte. Rubinrot ist der erste Teil der Trilogie und handelt halt von Gwendoline, die in einer Familie aufwächst, wo ein Zeitreisegen vererbt wird. Und eigentlich soll ihre Cousine dieses Zeitreisegen vererbt bekommen und sie wird dafür auch ausgebildet, in frühere Zeiten zu reisen, ob das nun in Reiten, in Fechten, in besondere Benimmkurse ist. Und Gwendolyn führt eigentlich ein ziemlich normales Leben, ein glückliches Leben mit ihrer Familie. Ja, aber wie es nun mal so ist, sie bekommt natürlich das Zeitreisegen, ist natürlich super unvorbereitet und wird von anderen ja so ein bisschen belächelt. Aber sie muss jetzt eben für diese Organisation, diese Zeitreiseorganisation, die Aufgaben umsetzen. Das wird natürlich ein bisschen gefährlich, ein bisschen brenzlig, aber es ist halt auch so lustig. Mein liebster Charakter ist hier Ximerius, das ist so ein kleiner Wasserspeier-Dämon, den sonst niemand sehen kann, aber Gwendolyn natürlich, und er läuft ihr dauernd hinterher und gibt immer sehr, sehr coole und sarkastische und lustige, freche Kommentare ab. Und ja, ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe das jetzt letztes Jahr gerade erst wieder neu erlebt als Hörbuch und mir die Geschichte wieder in Erinnerung gerufen. Und das ist wirklich so ein Wohlfühlbuch. Und genauso hätte ich die Silberreihe von Kerstin Gier hochhalten können. Auch die ist leicht magisch und mit wundervollen Charakteren gespickt.
und ja, geht auch manchmal so ein bisschen um Familie, um Freundschaft. Und das ist irgendwie, sind so Themen, die einen ja selbst auch betreffen. Und ja, es ist alles nicht hochdramatisch oder es ist schon spannend, auf jeden Fall, dass man dranbleiben möchte. Aber es ist jetzt nichts so Grausames wie jetzt zum Beispiel bei Panem, wo man sich jetzt nicht so richtig wohlfühlen kann. Also das sind wirkliche Wohlfühlbücher, wo dann wirklich auch eine gemütliche Atmosphäre aufkommt. Ich habe aber noch zwei andere Bücher rausgesucht, weil ich dachte, Kerstin Gier zeigt jetzt wahrscheinlich irgendwie jeder. Und für mich sind halt auch Wohlfühlbücher Kinderbücher. Geschichten, die ich halt auch gerne so zum Einschlafen hören kann, die so gemütlich und schön sind, dass die ja nicht zu so spannend sind, dass man unbedingt weiterhören, weiterhören, weiterhören möchte oder dass man ein schlechtes Gefühl hat beim Einschlafen. Und da habe ich jetzt mir zwei Bücher rausgesucht, die ich eben auch als Hörspiel habe und auch wirklich empfehlen kann. Zum einen ist das Peterchens Mondfahrt. Das ist ja eine Geschichte, die ich damals auf Kassette hatte und ich jetzt immer noch gerne zum Einschlafen nutze. Huch, fällt mir gleich das andere Buch vom Schoß. Geht um Peterchen und Anneliese, die eines Nachts Besuch bekommen von einem Maikäfer, dem sein sechstes Beinchen fehlt. Und das Beinchen steckt auf dem Mond fest und wurde ihm sozusagen geklaut. Und er muss nun zwei Kinder finden, die reinen Herzens sind und ihn mit ihm zusammen auf diese Reise geht in die Himmelswelt. Und sie treffen auf den Sandmann, auf die Gewitterhexe, auf die Blitzhexe und auf noch so viele wunderschöne Märchenwesen. Und das ist so eine schöne Traumwelt. Natürlich ist das auch gefährlich, aber es ist so wunderschön zum Einschlafen und so, ja, hat wirklich so eine gemütlich zauberhafte Atmosphäre. Und das ist wirklich so ein Klassiker der Kinderliteratur, den man auf jeden Fall irgendwie mal vorgelesen, gelesen oder gehört haben muss. Und diese Ausgabe, die habe ich mir dann irgendwann angeschafft, finde ich zum einen nostalgisch, aber zum anderen auch wirklich schön. Ich glaube, das war mal so ein Sonderposten, wo es Rabatt drauf gab, aber wirklich schön illustriert und erinnert mich, wie gesagt, auch ein bisschen an die Kindheit. Das nächste Kinderbilderbuch ist etwas, was ich erst später entdeckt habe für mich, auch als Bücher und als Hörspiel und ich auch als gerne als zum Einschlafen benutze. Allerdings habe ich das nicht aus der Kindheit mitgenommen. Es ist sozusagen ein bisschen moderner, neuer. Und zwar ist das die Reihe um Kuschelflosse von Nina Müller. Die blubberbunte Weltmeisterschaft habe ich jetzt hier als Bilderbuch. Ist allerdings auch relativ viel Text. Und vertont ist das Ganze nicht als Hörspiel, sondern schon als Hörbuch, also nur vorgelesen. Aber es gibt Musik und Geräusche im Hintergrund und das Ganze wird gelesen von Ralf Schmitz, den Komiker, den Kleinen. Und der macht die Sprecher oder die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Stimmen so toll, passt so perfekt in dieses lustige, verrückte, bunte, verträumte Abenteuer unter Wasser. Dreht sich halt um vier Fischfreunde, die ihr hier sehen könnt, mit verschiedensten Eigenschaften, die halt auf Abenteuer gehen unter Wasser. Und das ist durch diese Geräusche und durch die Musik ist das auch wunderschön gemütlich zum Einschlafen und zauberhaft, könnte man sagen. Und gleichzeitig so lustig, besonders der Herr Kofferfisch hier mit seinen Flüchen und mit seinen Pupsen und so. Ich glaube, das ist herrlich lustig auch für Kinder. Kann ich nur empfehlen, ist jetzt gerade, glaube ich, auch der sechste Teil erschienen, den muss ich mir auf jeden Fall noch zulegen. Alle anderen Hörspiele, also habe ich mir als Hörbuch von Ralf Schmitz gelesen, halt geholt. Aber ich kann auch die Bücher empfehlen, weil die halt wunderschön illustriert sind, sehr detailliert und ja, niedlich gemacht, finde ich. Also kann ich beides empfehlen. So, zu dieser Frage musste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich finde so man redet immer viel über Düsteres, über Spannendes, über Thriller, über Dramatisches und das ist ja auch wichtig, dass man darüber schreibt und darüber liest. Das regt natürlich auch an. Man will ja nicht nur Hornscheinbücher, aber es ist auch mal, tut auch mal gut für die Seele, so Wohlfühlbücher und gemütliche Bücher zu lesen und wie gesagt, da muss man auch mal drüber sprechen, finde ich. Gut, jetzt machen wir aber weiter mit der dritten Aufgabe. Und diesmal hat das nichts mit Büchern zu tun,
sondern es ist die Frage, was trinkst du im Herbst am liebsten? Da kann ich ganz eindeutig mit Tee antworten. Ich trinke zwar auch in den anderen Jahreszeiten gerne Tee, besonders auch im Winter, aber so im Sommer, wenn es besonders heiß ist, dann kann ich meistens nicht noch ein Heißgetränk trinken. Es gibt zwar auch wunderschöne Sommertees, die man dann auch im Kühlschrank stellen kann, und das habe ich auch auf jeden Fall gemacht, aber ich glaube, wenn man so von der Menge, von der Literanzahl ausgeht, dann würde ich sagen, dass ich schon im Herbst und Winter am meisten Tee trinke. Und ja, ich habe euch jetzt mal beispielhaft ein paar Teesorten rausgesucht, die ich im Moment sehr gerne trinke. Ich habe noch aus der Sommerbestellung ein bisschen was zum Abtrinken sozusagen und werde dann erst, ja wahrscheinlich erst im November neu bestellen. Und ich habe jetzt auch zum Geburtstag auch ein bisschen was geschenkt bekommen. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen ja, Vorrat für den Herbst. Zum einen, das ist schon ziemlich aufgebraucht, vielleicht reicht vielleicht noch für eine Tasse, habe ich hier einen Schwarztee Mango Karamell Marshmallow. Ja, cremige Mango Karamellnote. Ist von Teewicht, da bestelle ich ganz gerne mittlerweile. Ich mag halt losen Tee am liebsten, hat irgendwie das, und das gibt's, irgendwie hat man alle Teebeutel-Tees mittlerweile durch, und ich finde, es gibt so viele verschiedene ja, Geschmacks- und Aromarichtungen bei Teewicht, dass man sich da richtig austoben kann. Ich nehme dann auch immer so kleine Größen, damit ich möglichst viel Auswahl und möglichst viel Abwechslung habe und das dann irgendwann auch aufbrauchen kann. Ja, und der ist wunderschön. Also riecht so schön fruchtig, aber eben halt auch diese Karamell- und Marshmallow-Note. Dadurch macht es das halt auch ein bisschen herbstlicher und nicht zu sommerlich. Ja, also am liebsten trinke ich eigentlich Schwarztee und Grüntee, aber abends trinke ich natürlich auch gerne mal Tee, und da ist dann Grün- und Schwarztee nicht so passend. Früchtetee finde ich sehr, sehr oft zu herb oder zu sauer, weil da halt oft Hagebutte oder Hibiskus drin ist, aber es gibt, habe ich dann irgendwann herausgefunden, diese säurearmen Tees, und die hat zum Beispiel Teewicht auch. Also da bediene ich mich ganz gerne, oder mal einen Kräutertee, und Pfefferminztee mag ich auch sehr gerne. Ja. Was ich im Moment trinke, aus dieser wunderschönen Tasse, die ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meinen lieben Kollegen. Schon etwas kalt, aber trotzdem immer noch lecker. Ja, habe ich mir eine ganze Kanne voll grünen Tee gemacht, und zwar Walnussgrüner Tee. Richtig lecker, nussig und auch irgendwie mild. Also Grüntee wird ja immer gesagt, dass der schnell bitter wird. Da muss man ein bisschen rumprobieren und wirklich genau die, ja, die Gradzahl vom Wasser irgendwann kennenlernen, dass man das nicht kochend heiß aufbrüht und wirklich nur 2, höchstens 3 Minuten ziehen lässt, damit er eben nicht bitter wird, weil sonst ist er nämlich, ja, wenn man das genau richtig irgendwie hingedeichselt bekommt, ist er richtig schön mild und sanft auf der Zunge, und ich liebe, ja, fruchtige Grüntees, aber eben jetzt auch im Herbst nussig. Richtig, richtig toll, dass diese Nuss so gut rauskommt. Ein Ticken gesüßt macht das Ganze noch leckerer. Also den trinke ich im Moment auch sehr gerne. Und dann möchte ich euch noch ein weiteres Geschenk von meinen Kollegen passend zur Tasse zeigen. Sie haben mir 3 so einer schönen Teedosen geschenkt. Und die waren nicht leer, sondern auch gefüllt. Und hier haben wir einen Schwarztee. Und er riecht auch so toll. Das ist Irish Cream, und ich musste das nochmal googeln tatsächlich, was da alles drin ist. Also ich habe schon gerochen, dass es süßlich riecht und ein bisschen nach Kakao, aber auch so ein bisschen eine leichte Karamellnote. Also Irish Cream ist, glaube ich, so ein Sahnelikör, halt mit Kakao, manchmal ist ein bisschen Kaffee mit drin und Vanille, und genau das ist es. Also man riecht hier Sahne, Vanille, Kakao und so ein bisschen Karamell. Manche haben auch so ein bisschen Whisky mit dabei, also dieses Alkoholische rieche ich jetzt hier nicht. Ist vielleicht so ein bisschen diese Karamellnote, die hier drin vorkommt. Und den habe ich auch schon probiert, ist im Herbst auch wunderbar zu empfehlen. Ich kann jetzt euch leider nicht die Marke sagen, weil das hier halt schon drin war. Und ja, hier unten schön beschriftet auch. Ja, das passt alles sehr, sehr gut. Dann kann ich auch ein bisschen mit meinen Geburtstagsgeschenken angeben, beziehungsweise mich da einfach so ein bisschen mit euch drüber freuen, weil ja, ich mich da so sehr einfach drüber gefreut habe.
So, einen letzten Schluck und dann geht es zum nächsten Thema, zur nächsten Aufgabe. Und zwar ist es viertens, was isst du im Herbst am liebsten? Das ist für mich eher nicht so eindeutig wie was trinke ich am liebsten. Ja, kann ich gar nicht sagen, was ich im Herbst am liebsten esse. Also es gibt natürlich hier so diese Saison. Essen, sowas wie Kürbis, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne esse, aber es ist jetzt nicht das, was ich dauernd denn mir koche oder mache. Aber es gibt ja schon auch so fertig abgepackte Kürbissuppen, die doch sehr lecker schmecken, oder man fängt irgendwas von der Familie und von Freunden ab, die das denn frisch gekocht haben. Also Kürbissuppe mag ich schon wirklich sehr, sehr gerne. Oder sowas wie Grünkohl, was so richtig schön wärmt, oder allgemein so One-Pot-Eintopf-Gerichte, die richtig schön wärmen und deftig sind. Ja, das hat schon auf jeden Fall was. Naschen tut man natürlich auch sehr, sehr gerne. Was ich eben vergessen habe beim Trinken, ich trinke auch gerne eine heiße Schokolade mit Sahne. Davon kann man halt auch nicht so viel trinken wie Tee. Tee hat halt nicht so viel. Schmeckt gut, geht aber nicht sofort auf die Hüfte. Das ist bei heißer Schokolade mit Sahne leider anders. Ja, aber das wäre so meine Antwort zu, was esse ich im Herbst am liebsten. Fünftens, Halloween steht vor der Tür. Zeige ein Buch mit gruseligem Setting. Ja, da wären wir wieder beim Buchthema und bei meinem Thema des Monats, denn ich habe ja den Oktober zum Spuktober ernannt und zeige euch in mehreren Videos viele gruselige und schaurig schöne Horrorliteratur. Und ja, da musste ich jetzt ein bisschen suchen, euch ein Buch jetzt zu zeigen, was ich nicht schon 150.000 Mal in die Kamera gehalten habe oder euch jetzt nicht in den letzten Videos gezeigt habe. Da habe ich mich jetzt für Der geheime Name von Daniela Winterfeld entschieden. Und zwar ist das im Grunde eine düstere Märchenadaption zu Rumpelstilzchen. Das Ganze spielt in Deutschland und wir treffen auf, wie hieß sie, Fine? Nee, Fina. Und zwar flüchtet Fina mit ihrer Mutter vor ihrem gewalttätigen Vater von Ort zu Ort. Und irgendwann landet sie bei ihrer Großmutter am Rande des Moors in der Lüneburger Heide. Und ja, in diesem Moor scheint irgendwas Seltsames sich aufzuhalten und sie zu beobachten. Und sie trifft auf einen seltsamen Jungen, mit dem sie sich anfreundet, aber auch der scheint irgendwie unter einer Macht zu stehen. Und irgendjemand scheint einen Plan mit ihnen zu haben. Und ja, dieses gruselige Setting ist für mich jetzt eben das Moor und diese Heidelandschaft, die man ja auch nicht immer oft in Büchern hat. Ich fand es teilweise sehr gruselig. Es hat auch einen romantischen Touch, aber ich fand das vollkommen in Ordnung, dadurch, dass es diese gruselige, schaurige Atmosphäre hatte. Und Rumpelstilzchen ist ja auch so ein Märchen, was selten adaptiert wird. Und deswegen kann ich euch dieses Buch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich habe dazu auch eine Rezension gedreht, schon ein paar Jährchen her. Da kann ich euch dann ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen. Werde ich euch mal in der Infobox verlinken, weil es ist, ja, Details kann ich euch hier nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich ja die Umsetzung von dem Wesen, das Rumpelstilzchen, wirklich sehr bösartig und unheimlich fand und eben auch die Atmosphäre da im Moor mir wirklich gut gefallen hat. Sechstens, was ist dein liebster Film im Herbst? Da muss ich tatsächlich passen. Also ich habe eigentlich nicht so richtig Filme, die ich in bestimmten Jahreszeiten gucke, bis auf Weihnachtsfilme. Da gibt es tatsächlich immer wieder Filme, die ich jedes Jahr schaue und die ich wirklich liebe. Aber im Herbst gibt es das tatsächlich nicht. So, und passend dazu ist jetzt die Frage, was ist deine Lieblingsserie im Herbst? Auch da gibt es eigentlich keine Lieblingsserie, die ich immer im Herbst schaue. Aber hier habe ich einfach mal bei meinen Serien geguckt, die ich so im Regal stehen habe. Ja, die so ein bisschen in diese schaurige, düstere Richtung gehen. Und da ist mir eine Serie eingefallen, die lange Zeit meine Lieblingsserie war. Und ich müsste sie eigentlich mal wieder gucken. Und zwar ist das Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits. Das ist jetzt die erste Staffel. Es ist auch eher selten, dass man das so im Regal stehen hat, ne? Aber es ist halt noch aus
Vor ein paar Jahren, wo man DVDs noch gesammelt hat und im Regal stehen hat, wo man noch nicht gestreamt hat. Ja, und diese Serie, die hat mir immer sehr gut gefallen. Es geht halt hier um die Frau hier drauf. Ich weiß, genau, Melinda Gordon heißt sie. Und die kann halt Geister sehen. Und das ist teilweise sehr gruselig, schaurig, aber es ist oft auch extrem rührend und emotional, weil sie hilft den Geistern hinüberzugehen, beziehungsweise erstmal ihre Angelegenheiten zu klären, weil die Geister halt auf der Erde bleiben, weil sie halt irgendwie noch was unerledigt oder ungesagt haben, und sie hilft es dann ja sozusagen, die Kommunikation aufzubauen mit den Geistern, zwischen den Geistern und den Angehörigen. Und das ist natürlich nicht immer ganz ungefährlich, dann gibt es noch bösartige Geister. Und ja, das hat mir damals immer so gut gefallen. Ich mag die Schauspielerin extrem gerne. Es hatte irgendwie auch was Gemütliches, weil ich glaube, sie hat auch einen Antiquitätenladen und ja, wohnt in so einer kleinen Stadt. Es hatte auch so ein bisschen, ja, irgendwie auch Gilmore Girls Gefühl in dieser kleinen Stadt, weil auch die verschiedenen liebenswürdigen, liebevolle. Weil auch liebevolle Charaktere in der Kleinstadt wirklich immer wieder auftauchen und man die dann irgendwann schon kennt. Ja, aber es geht halt in jeder Folge um einen neuen Fall, wo sie halt helfen muss. Und das große Ganze, die Haupthandlung geht natürlich auch voran. Ich glaube, von dem Finale war ich ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt wirklich eine tolle Serie, die man sehr gut im Herbst gucken kann, weil es eben so ein bisschen schaurig ist, aber auch für welche ist, die jetzt nicht unbedingt Horrorfans sind. Ja, also wie gesagt, ist auch sehr emotional und rührend. Bei jeder Folge habe ich im Grunde geflennt. Also das mochte ich damals sehr, sehr gerne, und ich finde die Schauspielerin auch so extrem hübsch und so sympathisch, jedenfalls die Figur in der Serie. Große Empfehlung. Achtens, was ist deine liebste Kerze im Herbst? Ja, viele Leseratten mögen es einfach, sich mit Tee oder einem anderen Heißgetränk sich sehr, sehr gemütlich zu machen an seinen Leseplatz. Und dazu gehört oft auch einfach eine Kerze, schönes Licht oder halt eben auch einen bestimmten schönen Duft anzumachen. Und ja, auch mich hat es natürlich getroffen in den letzten Jahren, dieser Trend des Duftkerzenanzündens. Und besonders mag ich Duftwachs, also in die Duftlampe zu packen, in eine Teelicht- oder elektrische Duftlampe, weil man da viel und schnell wechseln kann. Aber ich habe da bei dem Duftwachs halt auch, so ähnlich wie beim Tee, immer noch so ein bisschen an meinen Vorrat für den Sommer aufzubrauchen, was mich nicht stört, weil da viele tolle Düfte dabei sind, die ich auch jetzt immer noch gerne anzünde. Aber deswegen habe ich jetzt halt noch keine Herbstdüfte hier. Da denke ich, werde ich auch noch ein bisschen warten, bis ich ein bisschen mehr aufgebraucht habe und dann im November vielleicht ein bisschen mich eindecke für Herbst- und Winterdüfte. Ich habe aber auch hier, kann ich wieder denn was von meinen Geburtstagsgeschenken zeigen, denn ich habe von einer lieben Freundin diese Kerze hier geschenkt bekommen. Und zwar ist die von French Fragrance Scented Candle, und die Duftrichtung ist Apple Cinnamon. Und ja, ich finde, dass es sieht sehr edel aus, weil es im Grunde sehr, sehr schlicht ist, das Label, und auch ja, die Kerze einfach nur schwarz ist ansonsten. Ja, und es riecht einfach, wie schon vorne drauf steht, nach Apfel und Zimt. Ich finde, es ist keine große Zimtbombe allgemein, weil das jetzt, glaube ich, eher so eine No-Name-Firma wird. Das jetzt nicht eine große Duftbombe sein, wie jetzt zum Beispiel Yankee Candle oder Goose Creek. Aber ich finde, es muss ja auch nicht immer so reinballern. Und gerade bei Zimt muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, das ist natürlich so der typische Herbstduft, Apfel und Zimt. Die Kombination mag ich sehr gerne. Und ich habe schon geguckt, das passt perfekt auch unter meine Lampe. Das heißt, ich muss es nicht anzünden. Und dann bildet sich auch kein Ruß und man muss sich nicht darüber Gedanken machen, dass das nicht richtig abbrennt. Und ja, ich hatte es auch einmal kurz schon mal an unter der Lampe, und ich glaube, ja, das ist schön. Es ist leicht fruchtig und halt auch leicht zimtig, sehr gut ausgeglichen. Neuntens, frag noch mal allgemein, was machst du im Herbst am liebsten? Und eigentlich haben wir jetzt schon alles abgeklappert, was ich gerne im Herbst mache. Ich lese gerne zu Hause gemütlich, während eine Duftkerze brennt, während ich mir schönes Licht anmache, mich irgendwie in
tolle Klamotten, in tolle gemütliche Klamotten einmummel oder ins Bett unter eine Decke und ja, dann noch einen leckeren Tee und mir was Leckeres zu essen mache. Aber ich bin auch gerne in der Natur draußen, wenn es jetzt nicht total schüttet, dann gerne in der herbstlich bunten, aber auch ein bisschen raueren Natur. Das mag ich ganz gerne, wenn auch so ein bisschen der Wind einen um die Nase bläst. Ich muss auch sagen, seitdem es nicht mehr so heiß ist, sondern jetzt diese kühleren Temperaturen sind, bin ich auch viel aktiver und habe auch viel mehr Lust, was zu unternehmen. Aber wie gesagt, man freut sich auch immer wieder, wenn es ein bisschen ungemütlicher draußen ist, dann nach Hause zu kommen und sich das dann Ganze viel gemütlicher zu machen. Ansonsten bleiben die Aktivitäten eigentlich die gleichen wie auch ja, in den anderen Jahreszeiten, also die Hobbys und so weiter und so fort. Zehntens ist, welche Musik hörst du im Herbst am liebsten? Da muss ich tatsächlich passen. Also es gibt keine Musik, die ich im Herbst lieber höre als in anderen Jahreszeiten. Also nee, wüsste ich wirklich nicht. Also da, ich habe meine Lieblingsmusik, aber die ist nicht jahreszeitenbezogen. Elften fragt nach den Büchern, die ich im Herbst noch lesen möchte. Ich mache mir ja kein Want-to-Read oder eine Leseliste, was ich unbedingt lesen möchte demnächst, weil ich das einfach sehr, sehr gern mag, wenn ich ein Buch ausgelesen habe, wirklich spontan zu schauen, worauf habe ich Lust, welche Geschichte spricht mit mir, was möchte ich jetzt am liebsten lesen und dann direkt loslegen. Und ich mache daraus ja auch immer so ein kleines Ritual, dass ich dann mir mehrere Bücher zusammennehme und dann mir ein bisschen Zeit nehme und ein bisschen reinlese und die Bücher in die Hand zu nehmen und zu schauen, worauf habe ich jetzt wirklich gerade am meisten Lust. Und deswegen kann ich euch jetzt auch keine großartige Liste oder Bücher zeigen, die ich im Herbst noch lese. Ich kann euch nur sagen, was ich euch schon erzählt habe, dass ich den Oktober über ja ganz gerne eher gruselige und schaurige Literatur lesen möchte. Dafür habe ich mir halt einen Stapel gemacht mit all diesen Büchern. Da kann ich euch gerne auch ein weiteres Video verlinken, und zwar mein Horror- und Grusel-Sub. Das wird das sein, was ich im Oktober lesen werde, und auch etwas von meinen Neuzugängen, die kürzlich dazu gekommen sind. Natürlich Rezensionsexemplare. Aber ich habe mir jetzt auch nur ein Buch rausgesucht, was ich euch zeigen möchte, weil das feststeht, dass ich das im November lese, und zwar in einer Leserunde zusammen mit der lieben Kali. Wir wollen den dritten und vierten Band der Spiegelreisenden-Reihe lesen im November. Und das steht fest. Wir hatten das erst für Oktober geplant und haben es dann jetzt nochmal verschoben, was mir aber ganz gut passte, wie gesagt, weil ich dann in dem Oktober eher meine gruseligen Bücher in die Hand nehmen kann. Hierbei handelt es sich um französische Fantasy, und es ist mit sehr, sehr vielen innovativen neuen Ideen gespickt, weswegen ich diese Reihe auch auf jeden Fall weiterlesen möchte, obwohl ich einige Kritikpunkte auch hatte. Aber ich möchte die Reihe auf jeden Fall beenden. Band 3 und 4, damit ist es dann die Reihe auch beendet. Und das würde ich gerne auch jetzt schnell hintereinander machen, dass man dann auch nicht mehr so viele Details vergisst. Jetzt ist es auch schon wieder ein bisschen her, dass ich Band 2 gelesen habe. Hier befinden wir uns in einer Welt, wo die Erde auseinandergebrochen ist und nur noch so in Erdteilen umeinander schwebt. Und diese einzelnen Erdteile heißen Archen. Und die sind einfach grundverschieden von den Menschen her, aber auch von ihren Fähigkeiten, die sie haben. Wir treffen hier auf Ophelia, die auf der Arche Anima lebt. Und dort scheinen die Gegenstände eine Seele zu haben. Und auch die Fähigkeiten, die sie dort haben, passen dazu. Denn Ophelia kann zum Beispiel Dinge anfassen und dadurch ihre Geschichte erfahren, beziehungsweise die Geschichte der Menschen, die diese Dinge angefasst oder besessen haben. Außerdem kann sie durch Spiegel reisen, weswegen auch die Reihe die Spiegelreisende heißt. Sie kann also in einen Spiegel hineingehen und aus einem anderen Spiegel herauskommen. Ja, sie ist eine sehr zurückgezogene Person, arbeitet in einem Museum und ja, wie gesagt, sehr introvertiert, aber sonst recht zufrieden mit ihrem Leben. Allerdings wird das jetzt total über den Haufen geworfen, denn sie wird aus politischen Gründen mit einem Mann von einer anderen Arche verlobt. Sie weiß nicht wieso, es wird einfach so entschieden. Und sie lernt den Mann auch erst bei ihrer Reise zur anderen Arche kennen. Und zwar ist das der Pol, der sehr, sehr eisig und ganz anders ist als Anima. Ja, ihr Verlobter ist sehr abweisend, sehr kalt, sehr mundfaul und scheint sie auch wirklich nicht zu mögen.
Sie muss sich jetzt erstmal mit dem Pol abfinden, denn dort läuft es einfach ganz anders. In dem Mondscheinpalast gibt es viele Intrigen, Sinnestäuschungen und allgemein ist alles nicht so, wie es scheint dort, denn diese Fähigkeiten haben irgendwie alles damit zu tun, den Geist zu täuschen. Und ja, Intrigen werden gesponnen und sie darf sich nicht zu erkennen geben, weil sonst wäre sie in großer Gefahr. Dann gibt es noch Götter oder götterähnliche Wesen, die sozusagen die Vorgeschichte erzählen und Überbleibsel sind aus der Vorgeschichte. Und man erfährt immer nur so ganz kleine Fragmente, woher diese kommen und wer diese sind. Und genau das hat mich auch besonders angesprochen, weil ich da einfach neugierig bin, was es mit dieser seltsamen Religion auf sich hat und mit diesem Riss, der eben durch die Welt gegangen ist, warum dieser überhaupt passiert ist, das interessiert mich und ich hoffe, dass wir da dann einfach mehr erfahren und ja, mich die Reihe vielleicht doch noch mal so richtig mitreißen kann. Wir schauen mal, ich werde natürlich berichten und ich freue mich auf jeden Fall mit Kali mal wieder was zusammen zu lesen. In der 12. Aufgabe soll man sich entscheiden zwischen Kürbissuppe oder Apfelkuchen. Schwer. Ich finde die Mischung immer ganz schön, dass man was Süßes hat und was Herzhaftes. Also finde ich das abwechselnd immer ganz schön eigentlich. Aber Apfelkuchen ist oft mit Rosinen. Deswegen würde ich mich für die Kürbissuppe entscheiden, wenn der Apfelkuchen mit Rosinen ist. Wenn der Apfelkuchen warm ist, ohne Rosinen und mit Vanillesoße, dann würde ich mich für den Apfelkuchen entscheiden. Ich hoffe, dass die Antwort ist so okay. Und 13. und die letzte Aufgabe oder Frage ist, auf welches Kleidungsstück freust du dich am meisten im Herbst? Ja, ich liebe es, große Pullis, die sehr, sehr gemütlich ist, zu tragen. Im Moment finde ich es noch nicht kalt genug dafür. Also ich friere eh nicht ganz so schnell wie andere. Aber ich liebe so Kapuzenpullis und da habe ich mir jetzt einfach mal einen rausgesucht, den ich einfach total schön finde. Nicht nur gemütlich zu tragen, sondern auch optisch sehr, sehr schön und dann auch noch eine Leidenschaft oder ein Thema anspricht, ja, wofür ich einfach brenne. Und zwar ist das dieser Pulli hier. Da haben wir ein König der Löwen-Motiv. Hakuna Matata steht auch noch mal auf den Ärmeln drauf. Und es hat so einen schönen riesigen Kragen. Und ja, da wird einen dann auch nicht ganz so schnell kalt. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, den zu tragen. Ich habe auch noch andere schöne Kapuzenpullis, in die man sich dann einkuscheln kann. Und bei dem ist auch noch so schön, gucken, ob ihr das sehen könnt, der halt innen drin halt auch noch so flauschig ist. Ja, das ist natürlich perfekt. Ja, das war's mit dem Tag. Jetzt möchte ich natürlich noch welche nominieren. Ich habe mich natürlich nicht informiert, wer ihn jetzt alles schon gemacht hat, beziehungsweise wer nominiert wurde. Ich möchte jetzt mal die liebe Carina Zacharias taggen. Außerdem möchte ich die liebe Vilja taggen und Andrea Wintermädchen. Ich weiß, wahrscheinlich werden irgendwie doch alle schon getaggt sein, aber egal, doppelt hält besser, war bei mir ja ähnlich. Und ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht und vielleicht auch andere, die diesen Tag sehen und einfach gerne ein bisschen Herbstliebe in die Welt verstreuen möchten, dann sagt mir das gerne und schaue ich gerne vorbei. Und ich möchte natürlich euch Zuschauer fragen, wie würdet ihr denn diese Fragen beantworten? Was ist eure Lieblingskerze, euer Lieblingsessen, euer Lieblingsgetränk, eure Lieblingsmusik, Filme, Serien? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Ich bin für ja, Tipps immer gerne offen und ich werde jetzt meinen Tee weiter trinken und ja, weiter den Herbst frönen. So, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, gemütliche, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.